Hallo ihr Lieben, ich wollte euch herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen Jesus Christus von Nazareth und wollte euch herzlich einladen, und zwar zum Jesus-Marsch am 26.05. um 14 Uhr in Duisburg am Bahnhofsplatz. Ja? Da wollen wir gemeinsam losziehen in den Namen Jesus. Ich denke, wir haben eine Zeit, wo wir Christen wirklich zusammenhalten sollten. Wir leben in einer Zeit, wo Hass und Terror wirklich die Welt regiert. Und da ist es doch, denke ich, wichtig, dass wir, die wir Jesus lieben, zusammenhalten und ein wenig Licht in der Finsternis bringen. Ja, das ist wichtig, denn der Herr Jesus sagt, sei das Licht der Welt und das Salz der Erde. Zu oft heutzutage, wenn man im Internet sieht, diskutieren sich so viele Christen über so viele unnötige Dinge, die nicht mal heilsrelevant sind. Die Zeit ist da, dass wir zusammenstehen müssen. Und zusammen wollen wir marschieren als die Armee der Liebe, um einen zu präsentieren, den Herrn Jesus Christus. Sei auch du herzlich willkommen und sei mit dabei. Am 26.05. in Duisburg, der Jesus-Marsch. Amen. Jesus ist gekommen, nicht nur für die Frommen, er will deinem Leben echten Inhalt geben. Am 26.05.2018 in Duisburg, am Duisburger Bahnhofsplatz um 14 Uhr, beginnt der Jesus-Marsch. Und dort seid ihr alle herzlich eingeladen mitzumachen. Denn es ist Zeit, liebe Geschwister, dass wir rausgehen als eine Familie, als Einheit, als Kinder Gottes, die Wahrheit verkündigen, dass jeder einzelne Mensch in Gottes Augen ein Unikat ist, dass er bedingungslos geliebt ist. Es ist Zeit, liebe Geschwister, dass die Menschheit aufwachen und erkennen, wer Jesus Christus ist. Er ist kein stummer Götze. Er ist ein lebendiger, souveräner, liebender Gott. Und es ist Zeit, liebe Geschwister, dass wir die Hölle plündern. In Jesu Namen, seid dabei am 26.05.2018 um 14 Uhr am Duisburger Bahnhofsplatz. Geht's los. Seid dabei. Ich wünsche euch Gottes Segen. In diesem Sinne, ciao. Hey Leute, am 26.05.2018 findet um 14 Uhr in Duisburg am Bahnhofsplatz der Jesusmarsch statt. Ja, jeder ist dazu herzlich eingeladen, denn in diesen Zeiten wird es Zeit, dass wir als Brüder und Schwestern ja, in der Liebe zusammen einfach auf die Straße gehen, um die Wahrheit zu verkünden, nämlich die Wahrheit, dass Jesus Christus Liebe und Frieden ist und dass wahre Liebe und wahrer Frieden einfach auch nur durch Jesus Christus in diese Welt kommt. Also, wenn ihr Bock habt und euer Herz sagt, dass ihr dabei sein sollt, dann kommt vorbei. 26.05.2018 in Duisburg. Also, dass wir Christen beim Jesusmarsch 2018 Duisburg auf den Kopf stellen werden, das ist vielleicht ein bisschen dick abgebissen. Aber, dass wir im Namen Jesu Gottes Duftmarke in dieser Stadt hinterlassen können, davon bin ich überzeugt. Und dazu lade ich euch ein.